Willkommen zur Schmiede 20, leider heute digitalisierte Werkschau. Aber Gott sei Dank führt die Eva und die Caro heute unsere Werkschau durch. Und damit kriegen wir einen kleinen Eindruck, was wir in den letzten 10 Tagen gemacht haben. Bitte. Na los, lass uns schauen, was passiert ist. Na, Pferdescheiße muss sein, das Thema ist doch Pferde. 10 verschiedene Teile. Ich habe eine Rüstung gebaut, als Forscherin an der Uni, um mich selber zu schützen. Schau mal, das Holz leuchtet. Hallo. Was macht ihr da? Du bekommst Bilder gezeigt und du sollst herausfinden, ob da das ist, was du suchst. Aber du weißt nicht, was du suchst, die Maschine weiß es aber schon. Und in diesem Fall bist du die AI, die erkennen muss, was da gesucht wird. Du bekommst eine Belohnung, wenn du es richtig errätst. Ja! Wir hätten da Müll, können wir das dem Pferd füttern? Sehr gerne. Müssen wir das kleiner machen oder wie? Ja, das passt. Und jetzt darfst du aufsteigen sogar. Ich hab Angst, dass ich da was kaputt mache. Na, du kannst das. Ja, so. Danke. Ich glaube, du musst schneller reiten. Wie kann man schneller reiten? Ich weiß nicht. Komm, wir müssen absteigen und am Pferd einen Schatz suchen. Der ist wahrscheinlich Silber oder Gold, würde ich sagen. Oder regenbogenfärbig. Oh, wow. Der gefällt mir am besten. Vielen Dank. Hier ist eine Installation, die mit Emotionen spielt. Das heißt, dass ich mich sehr mit dem Thema Corona beschäftigt habe und was Corona mit uns macht, vor allem was es mit unseren Gefühlen macht. Was ist denn das für ein Salz? Da wachsen, glaube ich, Kristalle auf dem Pferd. Denn ich mache große Medienkunst verbunden mit Sportperformances. Das Projekt hat den Titel Riding. Wie man hier sieht, ist es eine, wie sagt man, Pferdestall. Ja, und damit machst du Ausflüge. Ja, auch. Cara, hast du noch Fragen? Ja, über das Salz. Warum wachsen da Kristalle am Pferd? Da haben wir so Salzzeug drauf getan und dann über mehrere Stunden hinweg die Luft verdunstet und dadurch wachsen Kristalle, oder Mel? Also das sind die Kristalle. Darf man die angreifen? Darf man angreifen, ja. Ausnahmsweise. Ja, Flavi. Vielen Dank. I think it's best if you just lay down and experience our interpretations of water. Let's be fluid. Let's be one. Let's evaporate. Let's rise, little ones. Let us carry our water to the sun in drops. For the world to grow, it needs to be watered with sound. Love. It needs to be watered in sound. Ich habe gehört, der schreibt uns böse Nachrichten. Ja, es ist eine Maschine, die Ablehnungsschreiben schreibt. Ablehnungsbescheide und so böse Briefe, die niemand gewesen sein will. Da kein Mensch sich dafür bereit erklärt, sowas zu schreiben, muss es halt eine Maschine dafür geben, die den ganzen Tag da sitzt und diese ablehnenden Schreiben schreibt, die Leben zerstören. Klingt vernünftig, aber man könnte einfach aufhören, solche Briefe zu schreiben, das oder? Das finde ich auch gut. Darum geht's auch. Na dann. Ablehnung. Ich mag den Brief. Vielen Dank. Thank you. Hallo. Dreh dich ein, nur herein, grüße Jungs, ihr Rosenfleisch. Jeder Himmel neu lackiert, wer ist richtig hier? Wir haben heuer zum zweiten Mal unseren Ames Room aufgebaut und verfeinert. Haben uns ein bisschen gespielt heuer.
zum Thema Horses haben wir ein Karussell gemalt und haben in unserem optisch verzerrten Raum, kann man ein bisschen spielen, dass man mal größer, mal kleiner wird, je nachdem, wo man steht. Auf der die eine Mann, wie eine Freude gönnen kann. Am besten sieht man es natürlich, wenn ihr genau bei der Kameraposition durch euer Handy schaut. Wo ist der Mac? Aber du warst doch lang genug mit ihm in einem Raum, dass du das selber erzählen kannst. Was denn da passiert? Also, er hat einen Raum gebastelt. Da darf man reingehen? Ich glaube. Und den Raum kann man immer mitnehmen? Oder wie ist das? Kann man ja, den kann man immer mitnehmen. Man kann die Tischplatte runternehmen. Ah, ja. Okay. Und dann kann man sich sein Bett basteln. Da hätten wir auch zu zweit Platz. Achtung, Achtung. Ich habe diese Orgel mitgenommen und ich habe die Orgel dazu gebracht, dass sie meinem Computer sagt, was man hier für Tasten drückt. Dürfen wir mal kurz drücken? Bitte. Sagst du immer? Gehen wir in die Disco, wo man nicht tanzen darf? Lass uns doch schauen gehen, was da drinnen so laut ist. Dankeschön. Da kannst du uns schon was erzählen, weil da warst du doch schon öfter, oder? Hier wird Bioplastik hergestellt. Weil die wollen Schallplatten aus Bioplastik machen. Kann man das essen? Keine Ahnung, es ist nicht giftig, aber es ist auch nicht sehr gesund. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir ganz weit laufen. Was macht denn ihr da? Wir haben hier Metallplatten installiert, einmal da und einmal da. Und wenn du da drüben stehst und dann hier rüber schaust, dann siehst du auf der Projektion, wie deine Aktion hier die Projektion da drüben beeinflusst quasi. Maske runternehmen, weil wir lassen sie alle um. Nur kurz. Ja, das machen wir mal. Oh, wow. Du kannst deine Augenbrauen bewegen. So, zieh die mal so hoch und den Mund, dann ändert sich. Cool, oder? Wir reisen weiter. Nach oben geht's, oder? Wo bist du denn, mein Pferdchen? Schon der Martin. Ich habe auf der Schmiede wieder Posaune spielen gelernt und ich spiele Megafon und Posaune und lasse den Raum ganz schön dröhnen. Und das habe ich aufgenommen die letzten Tage und ich spiele auch gern dazu. Thank you.
Schau mal, wenn man sich da hinstellt, dann bekommt der Kopf plötzlich Augen. Sollen wir mal zum nächsten lustigen Musikinstrument gehen? Na los, Kara! 9 Minuten, neues Glück. Warum sind da so Linien? Na schau, das ist eine Landkarte. Hier gibt es verschiedene Plätze. Du kannst dir aussuchen, von wo du den Sound hören willst. Das ist Hoi An in Vietnam, das ist Mai Chau. Genau, ja, dann bleib mal nur in dem Kastal. Mach mal nur das Kastal. Okay, Reiselärm und dann reisen wir über die Stiege weiter, oder? Dankeschön. Gehen wir zu diesem Regen. Hallo. Wozu ist der Regen gut? Den braucht man doch im Haus nicht. Ja, aber es ist schon, oder? Das stimmt, oder? Ja. Das ist Regen drinnen. Indoor-Regen. Hier gibt es Sachen zum Fühlen und je nachdem, das macht die Musik. Und dann gibt es da noch so Sensoren, oder? Ja. Aber der Marius hat behauptet, es bewegt sich gar nicht. Aber eigentlich bewegt es sich schon, oder? Ja. Was ich mache? Ja. Ich habe gelesen. Sonst auch noch was? Was ist dein Projekt? Ich habe gelesen und ich habe mich ablenken lassen. Und ich habe es aufgeschrieben. Hier kannst du immer nachschauen, wer gekommen ist und wer mich unterbrochen hat beim Irgendwo Lesen. Irgendwo steht mein Name drauf und jetzt steht dann dein Name auch drauf. Ja, und zwar um 8.01 Uhr. Du hast jetzt nur 6 Minuten lang gelesen. Das hier ist das wunderbare Projekt vom Schratzi. Auf dem Fahrrad mein erster Gast in der Show, die Martina aus Wien. Und die Martina hat mit ihrem Künstlerkollektiv ein sehr, sehr cooles Projekt abgeliefert. Und wisst ihr was? Die Schneeberge da drinnen, darf ich kurz? Der Schnee da ist aus echtem Kristallzucker gemacht. Schaut so aus, als würde da noch jemand arbeiten und wusste nicht, dass schon Werkschau ist, oder? Hallo. Was machst du hier auf der Schmiede? Ich habe programmiert. Was? Ganz viel. Und dann habe ich meinen Tisch, auf dem ich programmiert habe, einfach hier rüber geschoben und irgendwie beschlossen, ich mache eine Installation daraus. Weil du noch nicht fertig bist. Ja, genau, weil ich nicht fertig bin. Soll das die Welt sein? Ich glaube. Ich weiß den besten Weg. Wir gehen da. Wir wissen die geheimen Wege. Und wir brauchen eine Umarmung. Das war jetzt so anstrengend. Oder, Kara? Ja, wahrscheinlich beim besten Projekt, das es gibt. Ja, das allerbeste, weil es ist kuschelig. So, wie ist das jetzt? Wollt ihr euch umarmen? Ja. Ja. Wir dürfen ja sonst. Da haben wir ein Formular, bitte schön. Wie wichtig ist es, dass du umarmt wirst? Eins sehr wichtig, sechs gar nicht wichtig. Eins. Alles klar, das ist ziemlich dringlich, das heißt, du kannst relativ bald drankommen. Bitte hier eine Unterschrift. Stopp. So schnell geht das nicht, das muss alles sicher sein. Zwei Handschuhe. Beide desinfiziert? Ja, aber die Einwegmasken. Ach, die Einwegmasken. Entschuldigung, ja. Wir sind hier sehr genau. Wir sind hier sehr genau. Drin ist alles desinfiziert. Ja. Langsam, warten Sie auf Ihren Partner. Ja. Zwei Kuschelöffnungen. Genau, rechts oben, links unten. Sind jeweils die Armöffnungen. Ah, ich hab viel den. Erfolg. Das fühlt sich gut an, oder? Mhm.
Wir hätten das eigentlich schon viel früher tun sollen. Warum darf man solche Sachen immer erst am letzten Tag machen? Ja. Fertig! Fertig! 3 Minuten Maximalzeit, weil die Nächsten sicherlich sich auch noch umarmen wollen. Genau. Fühlt ihr euch besser? Ja. Sehr gut.